Du hast dieses Jahr im Gleichstand mit Ki auf dem zweiten Platz. Nein. Ich hatte 90 Punkte, Ki hatte 80. Fick dich. Ich, bla, bla, bla. Sam, wir beide, die Besten der Generation, müssen aufeinander aufpassen. Dude, was? Das macht alles gar keinen Sinn. Hey, es scheint, als würde Anastasia mit ihrer Rede beginnen. Kommt, Leute, gehen wir näher ran. Oh, bitte nicht. Hauptsache, Tucker danced hart ein ab. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch heute mit Stolz. Ein weiteres Jahr liegt hinter uns und obwohl es voller Windungen und Wendungen war, ihr habt euch alle selbst übertroffen und euch auf ein neues Niveau gehoben. Besonders Annie, die die Abschlussprüfung mit 0 Punkten abgeschlossen hat, wie wir gerade in den Ergebnissen gesehen haben. Ich bin sicher, dass ihr dies auch weiter unter unserer Führung tun werdet. Und es wird uns eine Ehre sein, dies immer und immer wieder zu erleben. Ja, Anastasia weiß, wie man gut nach Hause kommt. Ich bin ganz zufrieden mit mir selbst. Man hat mir gesagt, dass der Bus angekommen ist. Da ihr alle eure Noten kennt, zu denen ich euch gratuliere, besonders Annie mit 0 Punkten, muss jetzt nur noch fertig gepackt werden und der Sommer kann beginnen. Und macht euch keine Sorgen, wir werden euch in dieser Hinsicht nicht benoten. Genießt eure Ferien und denkt dran, die Akademie ist euer Zuhause. Auch während eurer Abwesenheit. Ich wünsche euch eine gute Reise und bis bald. Sam, geh fertig packen. Du willst doch nicht den Bus verpassen, oder? Triff uns draußen. Okay. Hey, Mitbewohner, erinnerst du dich, wie wir das Semester begannen, in dem du mir beim Auspacken geholfen hast? Ja, war super. Frage ist halt, ob jemand den Namen übersetzt hat und es dabei verhunzt wurde oder ob das ein Scherz sei. Ich glaube, es ist einfach falsch. Es ist nicht das erste Rätsel mit einfach falscher Lösung. Was hältst du davon, wenn wir es auf ähnliche Weise beenden? Nichts, Tucker. Verpiss dich, pack deinen eigenen Scheiß. Deine Zeit an der Akademie neigt sich dem Ende zu, deshalb willst du dir ein letztes Rätsel in diesen Wänden aufgeben, das es zu lösen gilt. Die Gegenstände können nur von oben in den Koffer eingelegt werden und dürfen keine anderen Gegenstände verschieben. Dein Ziel ist es, den Koffer vollständig zu packen. Wie ist also die richtige Reihenfolge, in der du die Gegenstände einpacken solltest? Das Ding ist schon drin, ja? Unser Koffer ist halt durchsichtig, da ist eine Vase. Ah, von oben, also so quasi, die fallen runter, ja? Dann B auf jeden Fall als erstes. Dann, ich mal mal eine Runde. Dann haben wir hier irgendwie so B drin. Sieht richtig aus. Es gibt nur eine Lösung mit B. Dann A. Passt A noch dazwischen, dann theoretisch? Weiß nicht, vielleicht habe ich es einfach zu breit gezeichnet. Lass mich mal ein bisschen weiter überlegen. Wenn wir das so machen und so. Ah jo, und dann packen wir A dazwischen. Geht schon. Und dann irgendwo hier halt C und hier D. Und dann ist der Koffer halt immer noch halb leer. Okay, wir packen B offenbar nicht als erstes ein. Es nimmt ja auch nur die gesamte Höhe ein und wenn da so, also bald da irgendwas drauf liegt, haben wir halt gelitten. Was doch aber voraussetzt, dass wir
zwei Sachen parallel einpacken, oder? Also das setzt doch dann voraus, wenn wir B, was ja wirklich offensichtlich die gesamte Höhe einnimmt und so ein Querdings hier hat, wenn wir das zweite Teil nicht da drauflegen, müssen B und das andere Teil nebeneinander passen. Und dann ist es egal, welches von beiden wir zuerst reinlegen. Just saying. Aber wir können halt auch hier D reinpacken. Oder ist der Trick, dass wir B drehen müssen? Dann packen wir A rein. Ja, es ist jetzt die Frage, ob man drehen darf. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Steht hier halt nicht mit bei. Müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall, oder? A, D, B, C wäre dein Guess. A, D, C, B. Wenn wir drehen können, ist es doch halt völlig wurscht, oder? Also wenn wir drehen können, dann können wir halt auch irgendwie C hier reinpacken. Das ist vielleicht ein bisschen schmal, aber ich weiß nicht, geht das dann bis hier hinten? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch, niemand weiß das. Dann D. Und dann kannst du hier halt A reinpacken und hier halt B drüber legen. Also dann kann es halt auch C. Aber C, D, A, B ist halt keine. Okay. Es ist halt Bullshit. Können wir uns darauf einigen? Ich wünschte, man würde wenigstens die Lösung hinterher sehen. Also das, wie die Teile dann im Koffer angeordnet sind. Ich möchte mal einen Tipp wissen. Okay, wir können die Gegenstände also drehen. So viel dazu. Ich wünschte, ich könnte die Gegenstände nehmen und einfach probieren. Zum Ende hatten die Entwickler keine Lust mehr. Das Ende hat dann bei den Entwicklern offenbar schon bei der Hälfte des Spiels angefangen. Dann wäre es ja ein Puzzle und kein Rätsel. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit mit diesen komischen Objekten gemacht? Ich weiß nicht, haben wir vielleicht gepuzzelt statt gerätselt? Wünschte, man hätte zumindest ein Grid, um zu sehen, wie groß was in Würfeln ist. Naja, das siehst du, also das kannst du dir ja schon halbwegs ausmalen. Also das wäre so die Aufteilung, würde ich sagen. Das wäre für mich schlüssig. So, und dann hätten wir hier... Das ist ungefähr gleich groß. Ah, circa. Also das ist ungefähr 5 breit. Circa. Eine Breite von 5 und eine Höhe von 4. Wie viele Blöcke haben wir denn? Das sind 4 und 4 und, also warte mal, das sind 10, 19. Okay, also es füllt das am Ende schon komplett aus. Wir haben hier 4 mal 5 und wir haben hier 19 und einer ist schon drin. Also es füllt das am Ende tatsächlich komplett aus. Spannend. A als erstes macht halt gar keinen Sinn.
Sehe ich halt nicht. Ich würde das A als letztes reinbringen, dann wäre das die einzige Option, die wir hätten. Aber A muss nicht als letztes, du kannst auch B oder C als letztes nehmen. Also würde halt auch gehen, wenn du die drehst, kannst du die ja einfach so reinsacken lassen. Das geht schon. Würdest du B als letztes, weil das größte Teil, also genau genommen ist A das größte Teil von der Anzahl der Blöcke her. Aber B ist wohl das längste Teil, ja. Lass doch hier nochmal ein bisschen drin rummalen. So, ist jetzt nicht wunderhübsch, aber so ist ungefähr das Grid. Das hilft ja vielleicht ein bisschen mehr. Wir können A, so wie es ist, auf jeden Fall nicht hier hinpacken. Wir könnten A hier hinpacken. Die Frage ist, können wir Teile auch quasi komplett drehen? Vermutlich nicht. Ich meine spiegelverkehrt, ja. Du hast die Lösung mit dem Grid, war es einfach? Ja, lass mich nochmal kurz denken. Okay, ich habe auch die ganze Zeit so einen kleinen Denkfehler drin. Ich denke immer, dieses Teil ist 5 lang, aber es ist halt nur 4 lang. Das so und das so. Nee, das macht keinen Sinn. Können wir das so und das so? Moment, könnten wir... B ist nicht das erste, das hatten wir schon ausprobiert, okay. Er spiegelverkehrt ziemlich sicher nicht. Ich hatte uns überlegt, ob wir B halt einfach so hindrehen. Also hier so. Und dann A da drauflegen. Aber dann kriegen wir hier oben schon nichts mehr hin. Das macht schon keinen Sinn. Können wir C hier hinpacken? D hier so drauflegen? Wenn wir C so senkrecht hinpacken, kriegen wir da oben nichts mehr hin. Dann bleibt die Ecke leer, das kann es auch nicht sein. C zuerst, aber wohin? C zuerst, dann D, dann A, dann B. Und das ist keine der möglichen Lösungen, Draki. Also A ist das letzte, dann muss es CDBA sein. Dann müssten wir C zuerst reintun. Ich weiß nur noch nicht wohin. Warte mal, könnten wir C hier so hindrehen und D hier drauf packen? Aber dann haben wir hier halt so einen Blobs stehen, das ist halt auch kacke. Oder packen wir C tatsächlich so hin? Nee, geht auch nicht. Wie packst du C rein als erstes? Also so wie es ist oder noch auf die Seite gedreht? So wie es ist. Und dann wohin? Hierhin? Nein, ich packe C nach unten als erstes. Ach, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wenn ich es als erstes reintue, dass es dann unten ist? Dang.
Es macht halt alles keinen Sinn, C als erstes reinzutun. Sorry. Aber also C, so wie es ist, als erstes reinzutun, wenn wir es nach irgendwie ganz links packen, kriegen wir hier oben nichts mehr hin. Wenn wir es hier in die zweite Position packen, müssten wir D, also da muss das die Lösung sein, dann müssten wir D als zweites reintun. Und dann kriegen wir als nächstes A nirgendwo mehr unter. Der bleibt auch frei. Nein, das bleibt nichts frei. Das sind 19 Felder, die zu belegen sind. Und die Blöcke zusammen haben 19. Also es bleibt nichts frei. Es muss am Ende komplett voll sein. Ich wünschte, das ist eine Sache, die ich am Ende des Spiels über mich sagen könnte. Aber nein. Noch nie was von Handgepäck gehört. Ach so, wir klemmen uns Teil A einfach unter den Arm. Ja, dann ist easy. Okay, also wir können mal davon ausgehen, C ist auf jeden Fall falsch. Das heißt, es bleibt nur noch A oder D als erstes. Gehen wir mal davon aus, dass wir A als letztes reintun. Also, dass wir D als erstes reintun. Dann packen wir auf jeden Fall A nicht als letztes rein, aber wir gehen mal davon aus, D als erstes. So, die einzig sinnvolle Möglichkeit, weil es auch nur von oben reinfallen kann und nicht sinnvoll bewegt werden kann, ist, dass D dann hier hingeht. Weil sonst haben wir irgendwo ein leeres Feld. Also D muss dann hier rein. Alles andere geht nicht. So, und dann entweder B oder C nach den Lösungsmöglichkeiten. Es ist dann halt beides eigentlich Bullshit. Ich würde sagen B. Aber B macht halt auch keinen Sinn. Also B hierhin, dann kriegen wir das Ding halt nicht mehr gefüllt oder nicht vernünftig. Drehen können wir B dann nicht. Und wenn wir, nee, also B als zweites ist Bullshit. C als zweites könnten wir hierhin packen. Aber dann haben wir auch hier unten die Lücke. Also D als erstes ist halt auch Mumpitz. C würde passen. Nee. Ach, nach unten. Ach so, wenn ich das oben reintue, fällt es nach unten. Mensch, das gleiche wie eben. Jetzt verstehe ich's. Okay, ich drehe C. So, habe ich verstanden. Und dann tue ich A hier rein. Und wie kriege ich hier B hin? Spiegelverkehrt geht, glaube ich, nicht. Spiegelverkehrt dürfen wir, glaube ich, nicht. Also, würde ich jetzt mal von ausgehen. Achso, im Tipp steht nur, dass man drehen kann. Das war das, ja. Versuch das hier mal halbwegs vernünftig wegzuradieren, ohne nicht zu viel Mumpitz zu machen. Was leider mit diesem unsichtbaren Radierer nicht wirklich gut geht. Ich ziehe die Linien gleich nach. Hat es eine andere Lösung, kann man aber nicht auswählen. Gut, dann ist entweder deine Lösung falsch oder das Spiel hat mal wieder eine falsche Lösung, was jetzt mit Abstand nicht das erste Mal wäre. Ich würde sagen, D ist offensichtlich... Nee, sehe ich halt nicht. Also muss A als erstes rein.
Weil das wäre jetzt das Einzige, was noch bleibt von den Lösungsmöglichkeiten her. Das heißt, wir könnten A hier rein tun. Also entweder so, wie es ist, nach ganz links oder hierhin. Oder hochkant auf drei verschiedene Positionen. Wobei, nee, eigentlich nicht drei verschiedene Positionen. Hochkant würde eigentlich nur... Hochkant würde hieran eventuell Sinn machen. Dann packen wir... Nee, würde es halt auch nicht. Würde es halt auch nicht. Also hochkant so macht keinen Sinn. Also hochkant hierhin vielleicht, aber dann kriegen wir das hier oben. Naja, wobei... Nee, das da oben kriegen wir dann nicht mehr voll. Also hochkant schließen wir schon mal aus. Also tun wir A so rein, wie es ist. Und dann nach hier? Oder nach hier? Nach hier macht keinen Sinn, weil dann kriegen wir die beiden nicht voll. Also dann so. Aber dann passt der Rest doch auch nicht. Das passt doch alles nicht. Keine Ahnung, ich rate jetzt durch. Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Kein Bock, noch länger drüber nachzudenken. Okay, die richtige Lösung ist C, D, B, A. Glaube ich, oder? Also auf jeden Fall C als erstes. Hatten wir C als erstes nicht ausgeschlossen? C als erstes macht da gar keinen Sinn, oder? Ich sehe es halt echt nicht. Du enthältst dich. Ja, aber mal im Ernst. Also wenn wir C halt hier hinpacken, so wie es ist, kriegen wir das Teil hier oben nicht mehr voll. Aber wobei, warte mal. Also wir könnten am Ende eventuell D da hinlegen, aber... Nee. Halt auch nicht. So, wenn wir C an zweite Stelle packen, so wie es ist, kriegen wir die ganz linke Spalte nicht gefüllt. Das geht einfach nicht. So, wenn wir es ganz an den Rand packen... Und dann, oder war es C, B, A, D? Wenn wir C hier hinpacken, dann packen wir das dann. Das kann, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ich sehe es halt immer noch nicht. C, D, B, A war es. Sehe ich halt nicht. Vor allem D als zweites. Das setzt doch eigentlich voraus, dass du C nach ganz links packst, so wie es ist. Und dann D um 90 Grad drehst und halt waagerecht hier so hinlegst. Alternativ müssten wir C hinlegen auf die Seite, damit es nichts blockiert. Also dann so.
unter ein D da draufstellen. Und dann bleibt halt aber auch dieses eine Feld hier frei. Es passt halt einfach nicht, oder? Also, es ist einfach falsch, oder? Sehe ich das? Oder übersehe ich hier irgendwas? Also, seriously, ich wüsste halt nicht, wie man es machen sollte, wenn man C als erstes reintut. Weil wenn eine Sache falsch bleibt, weil es auch von den Blöcken her genau passt, muss am Ende was rausragen. Also das kann es halt nicht sein. Und wäre toll, wenn man das einsetzen könnte und nicht im Kopf machen muss. Es wäre auch einfach toll, wenn sie eine Lösung angezeigt hätten. Es wäre so schön gewesen. Aber nein. Fuck it. Oh, Bonusfrage. War das nicht schon die Bonusfrage? Einer der abgebildeten Gegenstände passt einfach nicht in den Koffer, egal wie sehr du dich anstrengst. Okay, bye. Es ist doch einfach nicht der Scheiß Ernst, oder? Ich hoffe, es ist die Uhr. Sonst raste ich aus. Nein, es ist nicht die Uhr. Ist es der Blumentopf? Nein. Es ist Block A. Block A passt einfach nicht in den Koffer. Mensch. Block A passt einfach nicht in den Koffer. Dann ist es auch völlig egal, was wir als erstes reintun. Dann können wir auch die Uhr als erstes in den Scheißkoffer tun und dann guckt halt alles raus. Alter. Du bist fertig, ja, vollkommen. Vergiss dein Klassenfoto, fick dich und dein Klassenfoto, Tucker. Alter, wenn jetzt noch ein Rätsel kommt, das spielt jetzt nicht Block A, der Tisch. Der Marker war nicht auf dem Tisch. Der Marker war voll auf Block A. Laut Spiel war es der Tisch. Die Lösung hat den Tisch erwähnt. Alter. Es ist so. Ist mir scheißegal. Ich gehe. Hast du das Spiel von jemandem, der dich nicht mag? Gab's mit Twitch Prime kostenlos und ich bin froh, dass ich nichts dafür bezahlt habe. Hey Sam, Sam, sieh mal, wen wir getroffen haben. Oh wow. Und in voller Schuluniform. Ja, ich muss sagen, es ist seltsam, dich nicht in Schwarz zu sehen, aber steht dir gut, finde ich nicht. Ich dachte, dass mir ein Farbwechsel gefallen könnte. Oh, oh Gott, ey, ist ganz ehrlich. Ich weiß, mein Onkel ist da irgendwo drin, er würde mich nie aufgeben, ich werde nie aufhören, nach ihm zu suchen, weil das ist das Wichtigste in meinem Leben und ich habe nichts anderes zu tun, als außer vielleicht zum Friseur zu gehen. Ciao. Bin mir nicht sicher, bla bla. Alter, ganz ey. Das scheint alles viel größer zu sein als das. Mhm. Auf jeden Fall. Ey, Kumpel, entspann dich mal kurz. Darum werden wir uns kümmern, wenn es soweit ist. Der Sommer ist nicht Zeit für Verschwörung und Geheimbünde.
Da hast du recht. Geheimbünde und Verschwörungen machen im Sommer halt immer Pause. Das weiß man. Und jetzt muss ich gehen. Ich muss versuchen, Anastasia zu erklären, wo ich im vergangenen Jahr gewesen bin. Warum auch immer. Was wirst du sagen? Ihr drei beeilt euch jetzt. Ihr wollt doch nicht den Bus verpassen. Bis später, Leute. Nochmals danke. Sie stehen direkt neben dem Bus, während noch 5 andere Leute draußen stehen. Ja, beenden. Ja, bitte. Lass uns diesen Schmock endlich beenden. Hat jemand Tucker gesehen? Nein, ist mir auch egal. Ich hoffe, er steigt nicht in den Bus. Wartet auf mich. Da ist er ja. In dem Bus, Kinder, genug geplaudert. Dieses Gepäck schleppt sich nicht von selbst. Mist. Also dieses Spiel. Anna, wir haben immer noch nichts davon gefunden. Was sollen wir tun? Hör nicht auf, bis du sie gefunden hast. Wen jetzt? Was jetzt? Stecken die beiden da mit drin? Offensichtlich sollte das die Anspielung sein, aber es macht halt gar keinen Sinn. Es tut mir sehr leid, aber das erste Kapitel war halt echt okay. Nicht perfekt, also auch fernab von perfekt. Ein klein bisschen kitschig, manchmal nicht 100% logisch, aber zumindest noch irgendwie nachvollziehbar. Und halt alles irgendwie fein. Die beiden, na, ich habe keinen Cursor, aber die beiden ungefähr jetzt in der Mitte des Screens sind schuld an allem. Und die beiden darunter auch. Aber, ja, das zweite Kapitel hat schon stark abgebaut und das dritte war halt einfach nur noch scheiße, tut mir leid. Also nein, tut's mir nicht, aber das dritte Kapitel war halt einfach nur Rotz. Korrekturleser. Nicht für Deutsch auf jeden Fall. Nicht für Deutsch. Wenn, dann war die Korrekturleserin betrunken. Wow, 2 Quality-Tester, die falsche Rätsel nicht gefunden haben? Tja, offensichtlich. Besonderer Dank an uns dafür, dass wir das überstanden haben. Oh, oh. Ja, nee, ist klar. Ich freue mich ungemein. Stand da wirklich Fortsetzung folgt? Nee, oder? Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr drauf geachtet. Ja, stand da. Ah, fuck. Die kaufst du hoffentlich nicht. Hey, ich habe nicht mal das gekauft. Es war kostenlos. Und es war jeden Penny wert. Hydrate, ja, gute Idee.
Kaffee habe ich nicht mehr. Also müsste ich erst mal kochen. Fett. Oh Gott, wie spreche ich das richtig aus? Ligieri? Ligieri? Wie auch immer, vielen, vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Fett. Und The Diamond Miner auch noch mit dabei. Dankeschön. Auch für dich einen Sub-Hype. Vielen, vielen Dank. Passt schon von der Aussprache her. Es tut mir leid. Fett. Wo kommt das denn jetzt alles her, Alter? Ariskator, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Habe ich irgendwas verpasst? Danke an euch alle drei nochmal. Die haben alle ihren Prime-Sub gefunden. Scheint so. Ich beschwere mich nicht. Oh, dieses Spiel, ne? Obala, aus Versehen rausgeklickt aus diesem Spiel. Ich hätte immer noch gern das letzte Rätsel verstanden. Aber vielleicht auch nicht. Oh, es lief einfach so viel falsch bei diesem Spiel. Halt angefangen von Rätseln, wo die Lösung, die als richtig im Spiel war, einfach offensichtlich falsch war. Über zwischenzeitlich echt schlechte Zwischenszenen, die so einfach nicht nötig waren, also die sie halt locker einfach in der normalen Ingame-Grafik hätten machen können, was halt 5-mal besser gewesen wäre. Dann, dass sie die Lore, also diese ganze Hintergrundgeschichte um die Akademie in irgendwelche Lehrbücher verpackt haben, wo du als Hausaufgabe gekriegt hast, das zu lesen und wo das am nächsten Tag abgefragt wurde. Ich denke so, nein, wer kommt bitte auf die Idee, dass das super ist? Nein, einfach nein. Und dazu total pesky Charaktere. Schlecht geskriptete Charaktere. Es hat auch null Relevanz, ob wir jetzt irgendwie die ganzen Tagesrätsel gelöst haben, oder? Also aus der Zeitung, oder ob wir die ganzen Bücher noch gefunden hätten. Also hätte sich irgendwas dran geändert, wenn wir all diese Bücher gefunden hätten? Vermutlich nicht, oder? Bei vielen Rätseln musste man raten, was gesucht wird. Ja, auf jeden Fall. Also es war dann irgendwann auch nicht mehr klar, wie die Rätsel grundlegend funktionieren. Also man hatte einfach keine Ahnung mehr, auf was das Spiel hinaus will. Manche Sachen waren auch einfach nicht logisch. Ich muss dem Spiel zugutehalten, dass manche Lösungen von Rätseln wirklich waren, oh fuck, okay, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber fairer Punkt. Also ein paar waren echt dabei, wo ich halt einfach nicht auf die Lösung gekommen wäre, die aber echt clever war am Ende. Das Salzrätsel, genau, das war jetzt auch das, was ich im Kopf hatte. Das mit Salz und Zucker, das hat echt eine clevere Lösung gehabt. Fairer Deal. Aber dann auch so Sachen wie bei der Abschlussprüfung, denn zum Beispiel, wo es dann so, ja, als erstes machen wir das Thema Geschichte und die Rätsel haben dann halt nichts mit der Geschichte der Akademie zu tun. Also halt nicht mal im Entferntesten. Und wenn es halt irgendein Rätsel gewesen wäre, wo im Einleitungstext an der rechten Seite halt nur irgendwie die Geschichte von Arbor aufgegriffen worden wäre, okay. Aber es hatte halt einfach nichts damit zu tun. Und nee. Also seriously, bei Wimmelbildspielen ziehen wir ja halt eigentlich dann immer, wenn, also schon eigentlich immer die komplette Serie durch. Aber die Fortsetzung, thanks but no thanks. Not gonna happen. Da kaufe ich mir halt eher für, keine Ahnung, 40 Euro oder wie viel das kostet, Professor Layton für die Switch und wir spielen das mal. Da haben wir, glaube ich, alle mehr von. Abgesehen davon, dass er halt überhaupt, also er hat halt ganz andere Gesichtszüge als in-game, finde ich. Er sieht die halt voll nicht so aus.
Sam kommt ungefähr hin, Maya halt auf jeden Fall. Dom, sehe ich nicht. Aber gut, Layton ist so viel besser. Ja, ich weiß. Also ich habe tatsächlich nicht selber einen Layton-Teil, aber mit Freunden aus der WG seinerzeit, die hatten irgendeinen Layton-Teil auf dem DS. Da haben wir halt ein paar Rätsel zusammen gemacht oder so ein Kapitel oder was auch immer, wie die Unterteilung da war, zusammengespielt oder ein, zwei. Es war halt echt gut. Und also zumindest sofern ich mich noch dran erinnern kann, weil das ist halt locker. Zehn Jahre her. Circa. Wenn es reicht. Nein, es reicht im Leben nicht. Es muss länger her sein. Ich schätze mal, das Ding auf der Switch wird auch nur ein Port vom 3DS sein. Hoffentlich mit besserer Grafik. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir beenden auf jeden Fall erstmal diese Aufnahme und verabschieden uns von The Academy, The First Riddle. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke fürs Mitleiden. Vielen, vielen Dank fürs Miträtseln. Vielen Dank nochmal an den Stream-Chat mit vielen hilfreichen Tipps im Laufe des Let's Plays. Danke dafür. Und wir sehen uns, wenn, dann definitiv bei einem anderen Spiel wieder und nicht bei The Academy, The Second Riddle. Und damit macht's gut, haut rein und tschüss.